Individualcoach Andreas Schumacher leitete am Sonntagmorgen für den entlassenen Hannes Wolf das VfB-Training. Trotz Krise, der Rauswurf seines früheren Chefs kam überraschend. Sportvorstand Michael Reschke schildert die Umstände nach dem 0:2 gegen Schalke. Nach der Pressekonferenz haben Hannes und ich in der Kabine zusammengesessen. Haben wir sehr, sehr ausgiebig und sehr intensiv und auch sehr emotional die gesamte Situation erörtert. Und in diesem Gespräch hat der Hannes dann auch erklärt, dass er im Moment so ein bisschen das Gefühl hat, leichte Restzweifel bei ihm aufgekommen sind, ob er die Mannschaft noch hundertprozentig erreicht. Und das war natürlich dann ein Fall, wo man sagen muss, das ist große Klasse, das ist ein großes Verantwortungsgefühl eines Trainers, das dann auch so zu dokumentieren. Gleichzeitig führt das natürlich einen Club dazu auch, dass er handeln muss. Zunächst mal ist kein Wettrennen, jetzt einen neuen Trainer zu finden, sondern es ist eine Situation, der wir uns jetzt stellen müssen, in der wir den Markt prüfen müssen und überlegen, was ist für uns die optimale, die sinnvollste Lösung. Und da sind wir dabei.